Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Konstantin von Jaschorow. Herzlich willkommen auf meinem neuen Channel. Als erstes Video bringe ich euch mit ein Riverdale Special. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis demnächst. Und was gibt's sonst Neues? Wir machen hier ein bisschen Dreharbeiten den Kulissen. Riverdale. Ein Tag nach dem anderen, Betty. Tut mir leid, es ist nur... Zu sehen, wie dieser wunderbare Ort, meine Heimat... Was kann ich für Sie tun? Ich muss zugeben, dass es Jelly Beans Idee war. Wir haben auf Jacks Handy angerufen. Natürlich ist niemand rangegangen. Es war nur die Mailbox dran. Ist mehr Zeit und... Alter, willst du mich Das war top, Leute! Ich hab nur so einen scheiß Cutter! Micha, ich habe beschlossen, mein Testament zu ändern. Du hast vielleicht die Stadt, deine Schule und deine Freunde reingelegt. Luise Nono, eine der tollsten letzten Koryphäen in diesem Lande. Riverdale war eine Stadt geboren im Blut. Ja, Stadt war so rausgeknallt, wa? War eine Stadt geboren im Blut. Dann badete sie seit jeher. Sei mal vorne schneller, daran baden. Ganz leicht durch. Mhm. Und geh ein bisschen mehr, aber das badete sie seit jeher. Ja. Und darin badete sie seit jeher. Es ist ja so, da hast du, manchmal ist es ja so in unserem Job, da hast du nur so ganz wenig zu tun. Ja. Kommst du irgendwo hin, nimmst einen langen Weg, sprichst zwei Sätze. Ja. Was? Aber so ist das manchmal, oder? Ja, schade, aber da müssen wir mal ein paar mehr reinschreiben für diese Arbeit. Ja. Ich rufe die mal an, da. Na, sag, und sag mach, ja, mach, bitte, ja, die hätten sie gerne ein bisschen mehr. So machen wir das. Gut. Ja, die Stimme von Archie. Und jetzt seid ihr mal live dabei, wie wir Archie aufnehmen. Ihr Preppies wisst nicht, wann Schluss ist. Ihr Preppies wisst nicht, wann Schluss ist. Bei dem Blick, den ich im Bunker in Donners Gesicht gesehen habe. Und deinem Schauspiel. Da ungefähr, ne? Ja, der zweite Ansatz war der richtige. Jetzt habe ich es auch mal kapiert. Sehr gut, Connor. Sag mal Lounge, lag mal Lounge. Lounge. Archie. So. Can't you get away with murder? Das ist der Darby. Der Darby Tober. Wir kennen uns sehr lange, wir waren sehr lange schon. Seit wir so sind. Ja, seit wir so sind. Und David, du bist ja unter anderem die Stimme von... Shia LaBeouf, ja. Ja, Typ ist gut. Also er ist einer der richtig, richtig guten Leute. Dankeschön. Tut mir leid, es ist nur, man spricht darüber. Trotzdem breiter? Ich mach's breiter, genau, dann trifft... Ja. Tut mir leid, es ist nur, man spricht darüber. Tut mir leid, es ist nur, man spricht darüber. Ja, lächel noch mal rein. Ja. Reinhard und ich, wir kennen es auch schon länger. An der Schauspielschule vor etlichen Jahren hast du mich ja mal unterrichtet. Nein. Ja? Dich habe ich nicht unterrichtet. Na, du hast doch mal ein Zehnstudium gemacht. Ein Zehnstudium habe ich da gemacht bei euch, aber nicht mit dir. Sonst wärst du das nie geworden. Ja, den putzen wir mal zurecht hier ein bisschen. Ich will nicht lügen, es ist schmerzhaft. Yo, für wen auch immer. Übergeile, gute Atze, Sebastian Fitzner. Hallöchen. Ja, auch sehr talentierter Jungsprecher. Wir haben viel zusammen gemacht. Sein Papa ist praktisch meine Synchronagentur, könnte man so sagen. Und dann zieht euch mal rein, was der Sebastian so für Arbeit macht, nicht? Was zur Hölle machst du? Was? Was zur Hölle machst du? Prima. Ehrlich. Dankeschön. Sag mal, bist du erschöpft? Hast du so viel Arbeit gemacht? Jetzt bist du richtig erschöpft. Ich muss erstmal nach Hause. Manchmal ist der Job ist echt. Bald kommst du irgendwo hin. Du sprichst zwei, drei Wörter und haust wieder ab. Das läuft ja schon. Also, das ist Charles Rettinghaus. Sehr guter Freund der Familie und auch lange Jahre einer meiner Mentoren gewesen, von dem ich
sehr viel gelernt haben, weil er ein sehr guter Mann ist, wirklich. Du warst schon von Anfang an ein Talentman. Ihm konnte man nichts beibringen. Er war schon einmal immer weit, weit voraus. Ach, danke. Ohne zu schleimen. Aber wir beide haben ja schon auch geile Filme zusammen gemacht. Robin Hood. Leider ist er nicht so in der Kinokasse abgegangen, wie wir es wollten. Aber wir haben es gut gemacht. Ne? Wir haben, du warst Robin Hood und ich war... Jamie Foxx war Little John. Little John, ja. Little John. Das wäre dann auch geil geworden, wenn wir das gespielt hätten. Das wäre schön. Also ich Robin, in echt meine ich. Ich Little John und du Little John, ja. Das ist cool. Du hast ja auch dieses spezielle Gen, wenn Charles in die Sonne geht, einen Tag, dann kommt er wieder und ist danach dunkelschwarz. Ist also ich werde sehr, sehr schnell bauen, ja. Aber hier, Riverdale ist ganz gut. Das läuft ganz gut, ja. Das läuft ganz du machst gut. Es ja auch ganz anständig. Ja, ich gebe mein Bestes. Ja. Wie geht's dir sonst? Gut, ist in Ordnung, ja. Aber dann meinte Jellybean, dass wir es orten sollen. Tja, und dann konnten wir das Handy, haben wir das Handy oder was? Mhm. Und jetzt frage ich dich, Betty. Und jetzt frage ich dich, Betty, wie zur Hölle kommst du zu Jonas? Danke. Unser FP. Ciao. So, neuer Sprecher, neues Glück. Jetzt zeige ich euch mal so einen ganz coolen Typen. Kommt mal mit. Das ist Nico Mormone. Hola. Mija. ¿Qué pasó? Ciao, ciao, Bella. Ja, wie gut, dass kein Rot war. Weil normalerweise, ihr Lieben, ist es so, wenn im Synchron ein Telefon klingelt während der Aufnahme, müssen wir eine Flasche Sekt oder eine Flasche Champagner ausgeben. Gott sei Dank war die Aufnahme nicht drin und deshalb bin ich jetzt davon gekommen. Ich wollte das, keiner sonst. Als reine Vorsichtsmaßnahme nur... Ich habe sie in den Club geschickt. Jetzt stelle ich euch mal Ronja vor. Ronja Peters. Alias Räuber Tochter. She's very, very, very good. What ja, she's doing. Und ist okay, wenn die dir mal ein bisschen über die Schulter gucken, was du so machst? Ja, watch my life. Kannst du auch Deutsch reden? Sie reden ja hier Deutsch. Ach so, Deutsch Gott, Synchron das ist ja peinlich. So. Können wir nochmal von vorne anfangen? Ich will nochmal sehen. Ach komm. This is Jughead's little sister in your costume. Bitch, I'm done with you. Ach komm schon, Betty. Wir wissen doch beide, dass das alles nur eine Show ist. Tu es, Brett. Tu es. Nee, das war nicht... Tu es, Brett, tu es. Tu es, Pause. Ist Brett, ja gut. Tu es. Das ist ein schwerer Satz. Ja. Ihr habt Verständnis. Die hat den ganzen Tag auch schon ganz viel gesprochen. Ja, 11. Stunde jetzt. Verdammt schwieriger Fünfzeiler. Oh mein Gott. Yo, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre toll, wenn ihr mal in die Kommentare unten schreibt, wer so euer Lieblingsschauspieler aus Riverdale ist. Vergesst nicht, meine Glocke zu abonnieren, da wäre ich echt froh. Und seid gespannt auf das nächste Riverdale-Special, was demnächst kommt. Bis dann. Peace.